Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vorlesung Textstruktur und Textbedeutung, wir kommen jetzt zur dritten Sitzung und nachdem wir uns über anaphorische Beziehungen unterhalten haben und ich glaube auch schon sehr viel unterschiedliche Arten von Beziehungen gesehen haben, geht es jetzt darum, uns mit Theorien zu beschäftigen, die anaphorische Beziehungen beschreiben wollen. Ich will zunächst mal anfangen mit ein paar Überlegungen, warum überhaupt Theorien, und dann werde ich insbesondere die Theorie des und dann werde ich die Centering-Theorie vorstellen. Das ist so eine Art von Standardtheorie. Okay, dann ans Werk. Ja, wozu Theorien? Ganz allgemein kann man sagen, dass man zunächst mal bestimmte Regelmäßigkeiten beobachtet, die man gerne erklären würde. In unserem Fall waren das jetzt Regelmäßigkeiten, die sich mit der anaphorischen Aufnahme von Antezedenzausdrücken befassen. Wir haben gesehen, dass das mit Personalpronomina, Depronomina, definiten Nominalphrasen und vielleicht anderen wie Possessivphrasen passieren kann. Und das hängt von den Umständen ab. Wir stellen eine Hypothese auf. Wir haben gefunden, dass wenn der Antezedenzausdruck weiter weg liegt vom anaphorischen Ausdruck, dann ist die Aufnahme durch eine definite Nominalphrase wahrscheinlicher als etwa durch ein Pronomen. Oder wenn der Antezedenzausdruck ein syntaktisches Objekt und nicht ein Subjekt ist, dann ist die Aufnahme durch Depronomina wie der oder die wahrscheinlicher. Ja? Und wir haben uns vorgestellt, das kann jetzt zusammenhängen mit dieser Regel, dass weniger saliente Antezedenzausdrücke mit bereichernden anaphorischen Ausdrücken aufgenommen werden. Ja? Diese Hypothese macht Voraussagen, die man empirisch überprüfen kann. Man hat jetzt so eine Hypothese und schaut jetzt, ob sie sich mit neuen Daten auch bestätigen lässt. So, die Frage ist, ob die Überprüfung der Hypothese die Voraussage der Hypothese stützt. Wenn das so ist, dann ist das gut, aber man soll weitersuchen. Man ist ja immer wieder. Es gibt immer wieder Überraschungen, die dann auch die Theorie weiterentwickeln können. Wenn die Überprüfung die Voraussage nicht stützt, dann ist es nicht so gut zunächst mal. Dann fragt man sich, liegt das vielleicht an der Art und Weise, wie wir die überprüft haben, oder gibt es da andere Dinge, die da eine Rolle spielen? Wenn es also nicht an der Überprüfung liegt, wenn es keinen experimentellen Fehler gewissermaßen gibt, dann sollte man die Hypothese verändern. Das kann man vielleicht machen, indem man einige Stellschrauben etwas anders dreht. Das hängt von der Hypothese ab, also einige Parameter anders setzt etwa. Ja. Und dann prüft man diese Hypothese nochmal und sieht, ob es jetzt besser aussieht, ob die Daten mehr mit der Hypothese übereinstimmen. Die andere Möglichkeit ist, dass man die Hypothese ganz wegwirft. Wenn es nicht wirklich zu verbessern ist, dann sucht man sich besser eine neue Hypothese. Und dann geht das Ganze von vorne los. Damit das funktioniert, ist es wichtig, dass die Hypothese präzise Voraussagen macht. Also, dass die Hypothese möglichst formal definiert ist, sodass man weiß, ja, welche Voraussagen werden eigentlich gemacht. Und dazu braucht man Hypothesen, die auch, ja, wie gesagt, genau sind und wo man dann auch vielleicht sieht, dass man sich hier und da systematisch verändern kann, um dann zu sehen, ob die Daten besser beschrieben werden. Nun, so viel wollte ich vorweg schicken. Und jetzt, wie gesagt, werden wir uns die Centering-Theorie etwas näher anschauen. Um was geht es? Es geht um eine Theorie, die Ende der 90er Jahre entwickelt worden ist, vor allem aus der Computerlinguistik. Ich habe hier einige Namen, Barbara Gross, Kenny Seidner und Arvind Joshi, angeführt, die ganz wesentlich waren, die sie also entwickelt haben. Es gibt einige Überblickspapiere von Walker und von Massimo Poesio. Ich werde auch eines dieser Papiere auf Moodle verfügbar machen.
Zum Deutschen gibt es auch einige Arbeiten. Wir werden uns insbesondere die Arbeit von Augustin Speyer etwas näher anschauen. Es ist wichtig für die Computerlinguistik zum Beispiel, wenn man aus einem Text Informationen extrahieren will. Da ist die Aufgabe, dass Sie einen Text haben, in dem steckt Information und Sie wollen jetzt eine Datenbankabfrage machen. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, wofür anaphorische Ausdrücke, Pronomina und so weiter stehen. Deswegen ist die Computerlinguistik so stark an diesem Phänomen interessiert. Ein typisches Problem, das sind jetzt alles konstruierte Beispiele, die echten Beispiele sind meist dann gleich zu komplex. Egon mag Erich, er besucht ihn oft, er sieht sich gerne einen Film an und deshalb gehen die beiden manchmal ins Kino. Hier ist es die Frage, auf was bezieht sich das er hier? Auf was bezieht sich das ihn hier? Also er wird wahrscheinlich als Egon verstanden und ihn als Erich. Woran liegt das? Es sind in beiden Fällen maskuline Antezedenzausdrücke. Er sieht sich gerne einen Film an, er ist wahrscheinlich ebenfalls Egon. Und ja, dann gehen die beiden manchmal ins Kino, die beiden sind dann wohl Egon und Erich zusammen. Das ist schon klar wegen dem Numerus, wegen dem Plural hier. Nun, es gibt einige theoretische Grundannahmen, die wir hier machen, nämlich dass ein Satz eine Sequenz von Sätzen ist, also S1, S2, S3 und so weiter. Und dann allgemein SI minus 1, SI, SI plus 1 und so weiter. Das ist eine vereinfachte Annahme, dass in einem Text die Sätze einfach aufeinander folgen. Das tun sie wohl grafisch jedenfalls, also in der Schrift. Aber wir werden sehen, dass ein Text in Chunks gegliedert ist und dass es da durchaus Gruppierungen gibt, also Textkonstituente gibt gewissermaßen. Aber wir machen jetzt mal diese vereinfachte Annahme. Die zweite Annahme ist, wenn ein Diskursreferent, dafür steht dieses DR wie auch beim letzten Mal, in einem Satz SI erwähnt ist, dann kann man sich auf ihn in einem späteren Satz, etwa SI plus 1, beziehen. Solche Diskursreferenten, die in einem Satz erwähnt werden, werden in der Centering-Theorie vorwärtsgerichtete Zentren, ein vorwärtsgerichtetes Zentrum genannt, also Forward-Looking Center oder abgekürzt CF. Die Ausdrucksweise Center ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ist auch nicht so ganz klar, aber wir übernehmen einfach mal diese Sprechweise. Es handelt sich immer um Diskursreferenten und was Diskursreferenten sind, haben wir schon letztes Mal gesehen. Nun, die CFs, die vorwärtsgerichteten Zentren, sind geordnet und zwar nach ihrer syntaktischen Stellung. Es gibt eine Hierarchie, die sagt, Subjekt wird höher geordnet als direktes Objekt, das wird höher geordnet als indirektes Objekt, das wird höher geordnet als ein Adjunkt. Und wenn wir einen eingebetteten Satz haben, dann werden die Diskursreferenten im eingebetteten Satz tiefer geordnet als die im einbettenden Satz. Wir nennen das die Obliquheitshierarchie. Das ist jetzt so eine Stellschraube, an der man drehen kann. Das werden wir sehen, dass vielleicht nicht nur Subjekt- und Objekthaftigkeit, sondern auch die Wortstellung eine Rolle spielen. Dazu aber dann gleich noch mehr. Wenn nun ein Diskursreferent im Satz SI an prominenter Stelle erwähnt ist, zum Beispiel als Subjekt, dann wird es das präferierte Zentrum genannt, die Preferred Center oder CP. Das ist also ein Diskursreferent, der hervorgehoben wird. Ferner gibt es auch noch die rückwärts gerichteten Zentren. Das ist der Fall, wenn ein Diskursreferent auch im Vorgängersatz, also im Satz SI minus 1 erwähnt ist. Es gibt also diese drei Begriffe: vorwärts gerichtetes, präferiertes und rückwärts gerichtetes Zentrum, CF, CP, CB. Und für den ersten Satz gibt es kein solches rückwärts gerichtetes Zentrum. Ja, sehen wir uns jetzt mal die Denkweise der Centering-Theorie an einem Beispiel an. Das ist unser Beispielstext. Egon mag Erich, er besucht ihn oft, er sieht sich gerne mit Erich Filme an, Erich mag Filme. Er bezieht sich hier auf Egon und dieses er hier ebenfalls, das ihn bezieht sich auf Erich. Nun sehen wir, wie die Centering-Theorie
diese anaphorischen Referenzen darstellt. Wir haben hier die CFs, Forward Looking Centers, darunter die CPs, die Preferred Centers. Die CFs sind geordnet. Das drückt diese Klammerung mit eckigen Klammern aus. Das ist also eine Reihenfolge, ein Paar oder ein Triple von Elementen. Das erste, das zweite, das dritte hier. Und wir haben ferner eine Menge von CBs, von rückwärts gerichteten Zentren. Das ist die Grundarchitektur. Sehen wir uns den ersten Satz an, Egon Marc Erich. Das ist ein Satz, in dem zwei Diskursreferenten vorkommen, De Egon und De Erich, das sind also beides CFs, wobei De Egon ein CP ist, ein Preferred Center, weil es hier als Subjekt vorkommt. Im zweiten Satz genauso. Allerdings gibt es im zweiten Satz hier ein rückwärtsgewandtes Zentrum, weil es einen Vorgängersatz gibt. Wie wird dieses bestimmt? Das ist ein Diskursreferent, der in den CFs hier vorkommt und der aber auch schon im Vorgängersatz vorgekommen ist und da an präferierter Stelle. Ja, also beide Diskursreferenten des zweiten Satzes kommen ja auch schon im ersten Satz vor. Das rückwärtsgewandte Zentrum, das ist immer nur ein Diskursreferent, kommt an der präferierten Stelle vor. Nächster Satz, er sieht sich gerne mit Erich Filme an. Wir haben hier De Egon, De Filme, De Erich in dieser Reihenfolge. Warum? Weil das direkte Objekt, das ist Filme, vor dem indirekten Objekt gerankt ist. Deswegen also diese Reihenfolge. De Egon ist nach wie vor das präferierte Zentrum. Es ist auch das rückwärtsgewandte Zentrum, weil De Egon auch im Vorgängersatz S2 vorkommt und da an präferierter Stelle. Letzter Satz, Erich mag Filme. Egon kommt jetzt hier nicht vor, sondern nur Erich und Filme. Erich ist das Subjekt, Filme ist das Objekt, also in dieser Reihenfolge. Was ist das rückwärtsgewandte Zentrum? Das ist hier die Filme, denn Filme waren hier schon erwähnt. Erich zwar auch, aber Filme war als direktes Objekt erwähnt. Das ist also vor Erich gerankt. Deswegen ist die Filme das rückwärtsgewandte Zentrum in diesem Satz. So, das ist jetzt so die grundsätzliche Architektur, wie man letztlich die Salienz von Diskursreferenten bestimmt. Nun, wie sieht das jetzt konkret aus, wenn es um die sprachliche Realisierung von Diskursreferenten geht? Ich will hier zwei Regeln erörtern. Einmal gibt es die Regel, wenn es überhaupt Elemente in den CFs gibt, also in den Diskursreferenten gibt, die durch Pronomina realisiert werden, dann ist es das CP, also das präferierte Zentrum. Wie sieht das aus? Sehen Sie sich mal den Text Egon Marc Erich, er besucht ihn oft an. Das hier ist die Konfiguration, das hatten wir oben schon. Ja. Das ist ein guter Satz, sowohl das präferierte Zentrum als auch das andere Zentrum sind durch Pronomina realisiert. Das ist okay, das ist vereinbar mit dieser Bestimmung, denn es werden hier ja gar keine Elemente durch Pronomina realisiert. Zweiter Satz, Egon mag Erich, er besucht Erich oft. Das ist auch okay, ja, denn hier wird das präferierte Zentrum durch ein Pronomen realisiert und das nicht präferierte Zentrum eben nicht. Drittes Beispiel, Egon mag Erich, Egon besucht ihn oft. Das ist ein bisschen schräg, das zeigt hier dieses Doppelkreuz hier an. Warum? Naja, es werden hier Diskursreferenten durch Pronomina realisiert, und zwar das Objekt hier. Aber es ist eben nicht das präferierte Zentrum, das war ja Egon, sondern das nicht präferierte Zentrum, das durch ein Pronomen realisiert wird. Und das ist mit dieser Bedingung, wenn überhaupt Elemente in CF durch Pronomen realisiert werden, dann ist es das CP nicht verträglich. Auf diese Weise sagt uns diese Regel, dass die letzte Realisierung des zweiten Satzes nicht optimal ist. So, das war jetzt ein Beispiel einer Realisierungsregel. Ein zweites Beispiel ist das folgende, dass das CB, das rückwärtsgewandte Zentrum, durch ein Pronomen realisiert werden soll. Das ist besser, als es nicht durch ein Pronomen zu realisieren. Beispiel wieder. Egon mag Erich, er besucht Erich oft.
Das ist okay, haben wir schon gesehen. Ja. Egon mag Erich, Egon besucht Erich oft. Das ist schlechter als der Satz, er besucht Erich oft. Warum? Naja, hier wird das rückwärtsgewandte Zentrum de-Egon, ja, nicht durch ein Pronomen realisiert und das ist schlecht. Sie sehen, dass der Satz Egon besucht Erich oft kompatibel ist mit der ersten Regel, denn hier werden ja gar keine Diskursreferenten durch Pronomen realisiert, dann ist das damit okay. Aber die zweite Regel, die besagt, dass das rückwärtsgewandte Zentrum durch ein Pronomen realisiert werden soll, sagt uns, dass das eine nicht optimale Form dieser Information ist. Wir kommen nun zu den Präferenzregeln. Es gibt davon vier. Der Hintergrund ist, dass die anaphorischen Übergänge zwischen Sätzen die Salienz der Diskursreferenten des Vorgängersatzes einfach fortführen können. Also was im Vorgängersatz salient war, bleibt weiter salient. Oder Sie können die Salienz von schon eingeführten Diskursreferenten verändern, überlagern, indem Sie etwa neue Diskursreferenten einführen oder bei den schon eingeführten Diskursreferenten Veränderungen vornehmen. Es gibt vier Transitionen, vier Übergänge in der Centering-Theorie, die sich darauf beziehen. Der erste Fall heißt Continue. Das rückwärtsbezogene Zentrum bleibt gleich und ist auch das präferierte Zentrum des gegenwärtigen Satzes. Das zweite, also ich gehe jetzt das erstmal durch, dann werden wir Fälle sehen und dann machen diese Regeln mehr Sinn. Retain, das rückwärtsbezogene Zentrum ist nicht das präferierte Zentrum. Smooth Shift heißt, dass das rückwärtsbezogene Zentrum sich verändert. Rough Shift heißt, dass das rückwärtsbezogene Zentrum sich verändert und auch nicht das präferierte Zentrum ist. Also diese vier Übergänge gibt es. Sehen wir uns das mal in dieser Tabelle hier an. Es ist ja immer die Regel von Satz SI und Satz SI minus 1, also der Vorgängersatz. Und Sie haben hier das, wenn das rückwärtsgewandte Zentrum von SI gleich dem präferierten Zentrum von SI ist, dann haben wir entweder Continue oder Smooth Shift vorliegen. Wenn das rückwärtsgewandte Zentrum von SI ungleich dem präferierten Zentrum von SI ist, dann haben wir Retain oder Rough Shift vorliegen. Wenn das rückwärtsgewandte Zentrum von SI gleich dem rückwärtsgewandten Zentrum des Vorgängersatzes, also SI minus 1 ist, dann haben wir entweder Continue vorliegen oder Retain. Und wenn das rückwärtsgewandte Zentrum von SI ungleich ist des rückwärtsgewandten Zentrums von SI minus 1, also von dem Vorgängersatz, also wenn es eine Veränderung gibt, dann haben wir entweder Smooth Shift oder Rough Shift vorliegen. Diesen Fall hier haben wir auch vorliegen, wenn das rückwärtsgewandte Zentrum von SI nicht definiert ist, also im ersten Satz zum Beispiel eines Textes. Weitere Transitionen gibt es auch. Es gibt die Transition 0, wenn Vorgängersatz und der gegenwärtige Satz gar kein rückwärtsgewandtes Zentrum haben. Wenn da also viele Veränderungen vorgekommen sind, also Diskursreferenten nicht aufgegriffen werden, dann est oder established, wenn der Vorgängersatz kein rückwärtsgewandtes Zentrum hat. Ja. Wenn Sie mit diesem established nicht arbeiten, ist das ein Fall von continue. Also das ist beim zweiten Satz der Fall, denn der Vorgängersatz des zweiten Satzes ist der erste Satz und er hat kein rückwärtsgewandtes Zentrum. Und dann Zero, der Vorgängersatz hat ein rückwärtsgewandtes Zentrum und der gegenwärtige Satz hat keines. Also im gegenwärtigen Satz wird nichts aufgegriffen, das heißt dann Zero. Und es gibt nun eine Präferenz für diese Transitionen. Continue ist die einfachste Transition. Da bleibt alles so, wie es sein soll. Da wird nichts geschiftet, nichts verändert.
Retain und Smooth Shift sind zwei Transitionen, die sind schlechter gewissermaßen, also schlechter in dem Sinn, dass sie aufwendiger sind. Und Retain und Smooth Shift sind gegeneinander nicht geordnet. Und dann gibt es noch Rough Shift, das ist gewissermaßen der komplexeste Übergang. Ja. Okay, noch immer ziemlich theoretisch und noch immer ziemlich abstrakt. Vielleicht sehen Sie noch nicht, worauf wir hinaus wollen, aber ich verspreche, wir kommen dazu. Sehen Sie sich diese vier Fälle an von Continue, Retain, Smooth Shift und Rough Shift. Ich habe hier nochmal jeweils angegeben, wie die definiert sind. So, das ist jetzt das erste Beispiel, der erste Text. Egon mag Erich. Egon besucht Erich oft. Egon sieht sich gerne mit Erich Filme an. Ja, also ein Text, in dem jetzt alle Diskursreferenten durch Namen ausbuchstabiert sind. Das ist jetzt kein optimaler Text, weil wir hier zum Beispiel besser er haben, aber es geht hier nicht um die Realisierung, sondern nur um diese vier Übergänge zu illustrieren. Also der erste Satz hat de Egon und de Erich als die zwei Zentren, wobei de Egon präferiert ist, es steht an erster Stelle. Der zweite Satz hat ebenfalls de Egon und de Erich, wobei jetzt de Egon ein rückwärtsgewandtes Zentrum ist. Der dritte Satz hat de Egon, de Filme und de Erich als die CFs und de Egon hier ist das präferierte Zentrum und de Egon ist auch das rückwärtsgewandte Zentrum. Der Übergang vom zweiten Satz zum dritten ist hier ein Fall von Continue. Warum? Ja, das rückwärtsgewandte Zentrum des dritten Satzes ist gleich des rückwärtsgewandten Zentrums des zweiten Satzes und das rückwärtsgewandte Zentrum des dritten Satzes ist gleich dem präferierten Zentrum des dritten Satzes. Nächstes Beispiel, Retain. Egon mag Erich, Egon besucht Erich oft. Erich sieht sich gerne mit Egon Filme an. Also hier haben wir Erich im dritten Satz. Wir haben diese Konfiguration, die sich jetzt unterscheidet von dem ersten Fall hier, dadurch, dass jetzt das rückwärtsgewandte Zentrum des dritten Satzes nicht gleich dem präferierten Zentrum ist. Hier gibt es einen Unterschied. Also das ist hier der Fall. Und dadurch ist dieser Übergang jetzt ein Fall von Retain. Dritter Fall, Smooth Shift. Egon mag Erich, Egon besucht Erich oft, Erich sieht sich gerne Filme an. So, in diesem Fall haben wir, dass das rückwärtsgewandte Zentrum des dritten Satzes nicht gleich ist dem rückwärtsgewandten Zentrum des zweiten Satzes, aber das rückwärtsgewandte Zentrum des dritten Satzes ist gleich dem präferierten Zentrum des dritten Satzes. Und das ist dann ein Fall von Smooth Shift. Sie sehen Ungleichheit der rückwärtsgewandten Zentren hier, aber das rückwärtsgewandte Zentrum ist gleich dem präferierten Zentrum. Vierter Fall, Rough Shift. Egon mag Erich, Egon besucht Erich oft, Elfriede mag Erich nicht. So, im dritten Satz hier haben wir Elfriede als präferiertes Zentrum, Erich als weiteres CP. Und Erich ist das rückwärtsgewandte Zentrum. Ja, Sie sehen hier, dass das rückwärtsgewandte Zentrum hier wechselt und das rückwärtsgewandte Zentrum des dritten Satzes ist nicht gleich dem präferierten Zentrum. In einer schematischen Darstellung kann man das sich so vorstellen. Das steht hier für die rückwärts gerichteten Zentren des Vorgängersatzes und des Satzes. Das steht hier für das präferierte Zentrum des gegenwärtigen Satzes. Dieser Fall hier wäre Continue. Sie sehen diese Gleichheiten hier. Dieser Fall hier wäre ein Fall von Retain. Das rückwärtsgewandte Zentrum bleibt erhalten, aber es ist nicht gleich dem präferierten Zentrum des gegenwärtigen Satzes. Dieser Fall hier wäre ein Fall von Smooth Shift. Das rückwärtsgewandte Zentrum wird verändert, ist aber gleich dem präferierten Zentrum des gegenwärtigen Satzes. Das wäre hier ein Fall von Rough Shift. Das rückwärtsgewandte Zentrum wechselt und das gegenwärtige rückwärtsgewandte Zentrum ist nicht das präferierte Zentrum. Aber auch das hier wäre ein Fall von
Rough Shift, denn diese Bedingungen treffen hier auch zu. Ich habe das hier mal Rough Shift 1 und Rough Shift 2 genannt. So, sehen wir uns jetzt mal konkrete Anwendungsbeispiele an mit Realisierungen von Diskursreferenten. Ich habe gesagt, dass Continue besser ist als Smooth Shift. In Continue gibt es weniger Veränderungen in der Salienz der Diskursreferenten und das rückwärtsgewandte Zentrum ist auch gleich dem präferierten Zentrum. Alles bleibt gewissermaßen so, wie es ist. Bei Smooth Shift hat man ja eine Veränderung, nämlich das rückwärtsgewandte Zentrum ändert sich. So, ein Beispiel. Egon half Erich bei der Gartenarbeit. Er jätete das Unkraut, während Erich die Beete umgrub. Er rastete gerade ein wenig, als es zu regnen anfing. Nun sehen wir uns das jetzt näher an, welche Voraussagen gemacht werden, über worauf sich jeweils er bezieht, im zweiten Satz und im dritten Satz. Also Egon half Erich bei der Gartenarbeit. Erster Satz, kein rückwärtsbezogenes Zentrum, de Egon, peripheriertes Zentrum, dann kommt hier noch de Erich und die Gartenarbeit in dieser Reihenfolge. Das ist ein Fall von 0, das ist eben ein Satz, der hier an Anfangsstellung steht. Er jätete das Unkraut, während Erich die Beete umgrub. Wir haben hier einen eingebetteten Satz, die Diskursreferenten des eingebetteten Satzes sind weiter unten gerankt. Wir haben damit das Verhältnis, dass de Egon das präferierte Zentrum ist, hier er. De Egon ist auch das rückwärtsgewandte Zentrum, es kommt hier an prominenter Stelle vor. Ferner haben wir noch de Unkraut, de Erich und de Beete hier stehen. Das ist ein Fall von, es gibt hier kein rückwärtsgewandtes Zentrum des Vorgängersatzes, das heißt die Frage, ob hier ein Wechsel auftritt, stellt sich hier gar nicht. Ja, aber das rückwärtsgewandte Zentrum hier ist gleich dem referierten Zentrum hier. Nächster Satz, er rastete gerade ein wenig, als es zu regnen anfing. Ja, die Lesart, die wir haben, ist, dass sich eher auf Egon bezieht. So, das ist dann die Analyse. Wir haben de Egon, das ist das präferierte Zentrum und es ist auch das rückwärtsgewandte Zentrum, denn im Vorgängersatz kommt es hier an präferierter Stelle vor. Und das wäre dann ein Fall von Continue. Sie erinnern sich XXX. Ja. Sehen wir uns jetzt die andere Möglichkeit an, dass sich er auf Erich bezieht. Dann hätten wir diese Konfiguration. De Erich wäre das rückwärtsgewandte Zentrum. Egon kommt ja gar nicht vor. Erich kommt aber im Vorgängersatz hier vor. Und es wäre auch das präferierte Zentrum. Aber das rückwärtsgewandte Zentrum würde sich von dem rückwärtsgewandten Zentrum des Vorgängersatzes unterscheiden. Also das wäre dann ein Fall von X, Y, Y, ein Fall von Smooth Shift. Nun ist es nicht natürlich, eher in diesem Kontext zu lesen als ein Pronomen, das sich auf Erich bezieht. Und das ist jetzt Evidenz dafür, dass Smooth Shift etwas schlechter ist als Continue. Es ist möglich, aber es ist etwas schlechter. Und so sagt uns jetzt diese Ranking-Beziehung, Continue ist besser als Smooth Shift, wie das Pronomen er hier zu interpretieren ist. Ja, Sie sehen, da spielt jetzt einiges zusammen. Wir haben Begriffe wie diese drei Arten von Centers angeführt. Wir haben gesehen, wie diese Bezeichnungen zugewiesen werden können. Und wir sehen hier, dass das eine Voraussage macht über die Interpretation von Pronomina, die im Prinzip ambig sind, die aber durch die Regeln der Centering-Theorie in eine bestimmte Richtung hin eine Deutung erfahren. Sehen wir uns jetzt auch noch die Relevanz von Retain über Rough Shift an. Egon half Erich bei der Gartenarbeit. Er jätete das Unkraut, während Erich die Beete umgrub. Dann kam auch Peter und gab ihm ein Bier. Ja, der erste Satz ist wie oben hier.
Er jätete das Unkraut, während Erich die Beete umgrub. Das ist wieder der zweite Satz hier, da hat sich nichts verändert. Und sehen wir uns die Analyse des dritten Satzes, da kam Peter und gab ihm ein Bier an, wenn ihm sich auf Egon bezieht. Also ihm hat hier den Index 1 und Egon hat ebenfalls den Index 1. Wir haben dann das D-Peter, das präferierte Zentrum ist, D-Bier und D-Egon, in dieser Reihenfolge nicht präferierte Zentren. D-Egon ist das rückwärtsgewandte Zentrum, denn das ist ja im Vorgängersatz erwähnt. Wir haben hier einen Fall von Retain vorliegen, denn das rückwärtsgewandte Zentrum bleibt gleich. Es ist nur jetzt verschieden von dem präferierten Zentrum. Das ist die eine Analyse. Die zweite, da kam Peter und gab ihm ein Bier, wobei sich das ihm jetzt auf Erich bezieht. Das ist die weniger natürliche Lesart dieses Satzes. Wie sieht das aus hier? D. Erich wäre jetzt das rückwärtsgewandte Zentrum, D. Peter natürlich nach wie vor das präferierte Zentrum. In diesem Fall wäre das rückwärtsgewandte Zentrum verschieden vom rückwärtsgewandten Zentrum des zweiten Satzes. Und das wäre dann ein Fall von Rough Shift. Und wir haben gesehen, dass Rough Shift gewissermaßen der schlechteste Übergang ist. Deswegen wird er hier nicht gewählt. Das heißt, dadurch, dass Rough Shift schlechter ist als Retain, sagen wir voraus, dass das ihm in diesem Satz bevorzugt sich auf Egon bezieht und nicht auf Erich. So, da sehen Sie jetzt, wie diese Theorie Voraussagen machen kann, durch ganz bestimmte, relativ einfach formulierte Regeln. Jede Regel für sich ist einfach und sie spielen auf eine Art und Weise zusammen, dass sie genau diese Vorhersagen machen. Die Centering-Theorie macht jetzt eine Vorhersage, dass nämlich die Übergänge wie Continue, weil sie eben einfacher sind, auch häufiger vorkommen. Und das ist tatsächlich untersucht worden, zum Beispiel hier von Poesio 2004. Er hat sich verschiedene Texte angeschaut, Beschreibungen von Museumsstücken und Beipackzettel für Medikamente. Er hat auch mit den Relationen Establish, Zero und Null gearbeitet, die häufig vorkommen. Die Hierarchie zwischen den vier Übergängen, die uns hier interessiert, also Continue, For Retain und Smooth Shift und das For Rough Shift, das zeigt sich in den Daten. Wie? Hier sind die Resultate. Wir haben hier Museumstexte, pharmazeutische Texte, also Beipackzettel. Wir haben hier die Übergangsformen gerankt nach der Häufigkeit, also weitgehend jedenfalls, ja, nach der Häufigkeit gerankt. Wir finden, dass Establishment am häufigsten vorkommt in diesen Texten, gefolgt von Continue, das ist hier Continuation, gefolgt von Retain, gefolgt von Smooth Shift, die beiden Werte sind hier ziemlich ähnlich, hier und hier, gefolgt von Rough Shift, das kommt also seltener vor. Dann kommt Zero und dann kommt Null. Und das sind die Zahlen insgesamt, das waren jetzt vielleicht nicht sehr viele Fälle, aber diese Art von Datenlage zeigt sich auch bei größeren Untersuchungen. Und das kann man jetzt sehen als eine empirische Unterstützung dieser Annahme von einer Hierarchie zwischen diesen vier Übergängen, die dann selbst wiederum erklären kann, wie wir gesehen haben, wie Pronomina interpretiert werden. Wenden wir das mal an auf das Bechstein-Märchen, das wir jetzt hier schon gut kennen. Und zwar mache ich das jetzt nur für den Anfang. Also, Hänschen und Gretchen waren noch kleine Kinder. Ich sollte vorausschicken, dass ich hier jeden Satz auch Teilsätze aufgebrochen habe und als eigene Sätze behandelt habe. Das war jetzt eine Entscheidung, um das einfacher darzustellen. Man könnte eingebettete Sätze auch anders behandeln, ja, aber das ist jetzt die Reihenfolge, die ich hier gewählt habe. Ja. Hier wird
Hänschen und Gretchen eingeführt. Also das sind hier die Forward-Looking Centers und das ist natürlich das Backward-Looking Center. Aber das ist ein Fall von 0. Es gibt kein rückwärtsgewandtes Zentrum, das ist ja der erste Satz. Als sie einmal miteinander hinaus in den Wald gingen, also Hänschen und Gretchen und der Wald, Hänschen und Gretchen ist das rückwärtsgewandte Zentrum. Um rote Beeren zu suchen, das ist ja eine Infinitivkonstruktion, wird kein Subjekt realisiert, das ist aber mit zu verstehen. Also Hänschen und Gretchen suchen die roten Beeren. Also wir haben hier Hänschen und Gretchen Beeren und Hänschen und Gretchen ist das rückwärtsgewandte Zentrum. Ja. Hier haben wir einen Fall von Continue vorliegen. Also x, 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 dieses Schema finden wir hier. Jedes hatte ein Töpfchen. Die Zentren sind hier Hänschen und Gretchen und das Töpfchen. Ja, das rückwärtsgewandte Zentrum sind Hänschen und Gretchen. Ein weiterer Fall von Continue. Ehe sie den Wald erreichten, also jetzt Hagi und Wald, rückwärtsgewandtes Zentrum ist Hänschen und Gretchen, nach wie vor, kommt hier an erster Stelle vor, x, 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 continue. Kamen sie an einen Teich, also sie und Teich, Hänschen und Gretchen und Teich, die Forward-Looking Centers, Hänschen und Gretchen, das präferierte Zentrum, Hänschen und Gretchen, auch das rückwärtsgewandte Zentrum, kommt hier vor. Weiterer Fall von Continuo. Darinnen gar schöne Fischchen herumschwammen. So, Fische sind hier das Subjekt, das ist also dann hier das präferierte Zentrum. Der Teich, das kommt in dem Darinnen vor. Das ist der Ort, der in dem Darinnen angesprochen wird. Das habe ich mal hier so gewertet, dass hier ein Diskursreferent hier angesprochen wird. Und jetzt ist der Teich das rückwärtsgewandte Zentrum, denn die Fische kommen ja im Vorgängersatz gar nicht vor. Obwohl Teich hier als Objekt eingeführt wird, ist in dem gegenwärtigen Satz hier Teich das rückwärtsgewandte Zentrum. Davon fingen sich die Kinder welche. Ja? Das davon bezieht sich auf die Fische. Also die Kinder bezieht sich auf Hänschen und Gretchen. Das ist das Subjekt. Ja. Ja, hier haben wir also einen Fall von Raffshift vorliegen, x, y, z. Sie könnten jetzt aber sagen, in dem Relativsatz darinnen gar schöne Fischchen herumschwammen, ist das Relativpronomen darinnen, dadurch, dass das Relativpronomen darinnen, was sich ja auf den Teich bezieht, an erster Stelle vorkommt, ist der Teich höher gerankt als die Fischchen. Aber das wäre dann diese Lesart hier. Teich, Fische. Wobei der Teich bereits im Vorgängersatz erwähnt ist. Das ist also nach wie vor dann das rückwärtsgewandte Zentrum. Dann hätten wir den Fall Hänschen und Gretchen. Teich, Teich, also x, y, y. Und das wäre ein Fall von Smooth Shift. Es geht weiter. Davon fingen sich die Kinder einige. Hier sind die Kinder, präferiertes Zentrum, Fische, das bezieht sich auf das davon. Und rückwärtsgewandtes Zentrum ist hier Fische. Ja, das kommt im Vorgängersatz hier vor, in beiden Lesarten hier. Und das wäre dann ein Fall von Raffshift. Wir haben nämlich den Übergang Teich, Fische, Hänschen und Gretchen. Ja. Auch hier könnten wir sagen, ja, dadurch, dass davon an erster Stelle vorkommt und die Kinder, obwohl das Subjekt ist, nicht an erster Stelle, ist davon, also die Fische sind höher gerankt. Und dann hätten wir die Analyse Fische an präferierter Stelle, gefolgt von Hänschen und Gretchen. Fische ist das rückwärtsgewandte Zentrum, dann hätten wir hier Teich. Fische, Fische. Und das wäre ein Fall von Smooth Shift. Machen wir weiter. Und taten sie in ihre Töpfchen. Hier kann man auch das Subjekt mit verstehen gewissermaßen. Das ist hier nicht ausgedrückt. Also Hänschen und Gretchen. Wir haben hier Hänschen und Gretchen, Fische, Töpfe. Ja. Hänschen und Gretchen ist im Vorgängersatz erwähnt. Das waren die Kinder hier.
Und auf diese Weise haben wir einen Fall von Smooth Shift. Das rückwärtsgewandte Zentrum verändert sich, aber es ist gleich dem präferierten Zentrum. Dann pflückten sie im Wald noch gar viele rote Beeren. Die Kinder sind das präferierte Zentrum, zugleich das rückwärtsgewandte Zentrum. Hier kommen ja auch davor. Insgesamt haben wir einen Fall von XXX, also Continue. Und taten sie hinein zu den Fischen. Hier werden die Kinder verstanden als das Subjekt. Das heißt, die Kinder sind hier an präferierte Stelle. Die Beeren kommen dann noch vor, die Töpfchen und die Fische. Die Töpfchen, weil hier hinein auf den Behälter hinweist. Ein Fall also von XXX, wiederum Continue. Bis das Töpfchen ganz voll war. Hier kommen nur die Töpfchen vor. Das ist das präferierte Zentrum und auch das rückwärtsgewandte Zentrum. Es kommt ja hier vor, in dem hinein steckt das jedenfalls. Aber das rückwärtsgewandte Zentrum ändert sich hier. Es ist nicht gleich dem rückwärtsgewandten Zentrum des Vorgängersatzes. Wir haben das Schema XYY und damit einen Fall von Smooth Shift. Es ist klar, dass in der Centering-Theorie diese Obliquitätshierarchie eine wesentliche Rolle spielt, aber auch die Wortstellung kann man so verstehen, zumindest in einer Sprache wie dem Deutschen, das eine eher wortstellungsfreie Sprache ist. Wir haben ja gesehen, dass die Obliquitätshierarchie eine ganz wesentliche Rolle spielt in der Centering-Theorie, nämlich in der Bestimmung letztlich, was ist das präferierte Zentrum, was ist das rückwärtsgewandte Zentrum. Und man kann sich vorstellen, dass man an dieser Obliquitätshierarchie auch drehen kann. Zum Beispiel könnte man annehmen, dass die Obliquitätshierarchie so aussieht: Subjekt vor indirekten Objekt, vor direkten Objekt, vor präpositional, ja, Objekt, also das indirekte Objekt hier steht vor dem direkten Objekt. Das war vorher anders. Warum? Naja, diese Reihenfolge ist die syntaktisch unmarkierte Wortstellung im Mittelfeld. Sehen Sie sich diese Sätze hier an, weil der Egon dem Erich die Schaufel in die Hand gegeben hat. Ich habe hier einen Satz mit vier Nominalphrasen, die alle definit sind. Das scheint die normale Stellung zu sein. Alle anderen Stellungen, wie etwa weil dem Erich der Egon die Schaufel in die Hand gegeben hat, weil der Egon die Schaufel dem Erich in die Hand gegeben hat, weil die Schaufel der Egon dem Erich in die Hand gegeben hat und auch weil der Egon dem Erich in die Hand die Schaufel gegeben hat, die sind abweichend. Der letzte Satz noch stärker, weil das Ziel einer Handlung sehr gerne ganz nah beim Verb steht. Also die Tatsache, dass die normale Wortstellung hier die ist, in dem das indirekte Objekt dem direkten Objekt vorangeht, scheint für das Deutsche diese Wortstellung hier, diese Hierarchie zu motivieren. Nun, das waren jetzt Sätze mit Nebensatzstellung, wo das finite Verb am Ende steht. Sehen wir uns mal die Hauptsatzstellung an, also die Verb-Zweitstellung, wo eine Konstituente in einer Spitzenstellung steht vor dem Verb. Der Egon hat dem Erich die Schaufel in die Hand gegeben. Das ist die natürlichste, die unmarkierte Reduzierung dieses Satzes. Sätze wie die Schaufel hat der Egon dem Erich in die Hand gegeben sind auch möglich, aber da gibt es eine Betonung auf der Schaufel. Wenn man nun diese Grundreihenfolge verändert, wie in etwa Egon besuchte Erich, Egon half Erich bei der Gartenarbeit, den Erich kannte er schon lange, er war ein geschickter Gärtner. Da wird im letzten Satz, er war ein geschickter Gärtner, er bevorzugt, da wird er im letzten Satz bevorzugt mit Erich interpretiert. Also er bezieht sich auf Erich. Nun ist den Erich hier ein syntaktisches Objekt. Also nicht das Subjekt, das ist ja das Er. Es spielt nun eine Rolle, wenn man die Grundreihenfolge verändert. Sehen wir uns dieses Beispiel an. Egon besuchte Erich, Egon half Erich bei der Gartenarbeit, denn Erich kannte er schon lange, er war ein geschickterer Gärtner. Wird sich er bevorzugt auf Erich beziehen, nicht auf Egon. Das kommt als eine Überraschung, denn
Das Subjekt ist ja Egon und deswegen sollte es sich eher auf das Subjekt beziehen, also dieses Er, was er gleich ist mit Egon. Gut, warum ist das so? Na, hier steht den Erich an erster Stelle und das kann die Hierarchie, also Subjekt vor direktem Objekt und so weiter, verändern. Und wir können annehmen, dass hier den Erich an erster Stelle steht. Es ist ein Objekt, aber es steht eben in dieser Spitzenstellung. Und deswegen bezieht sich er hier auf den Erich. Wenn wir jetzt annehmen, dass die Wortstellung eine Rolle spielt in der Bestimmung der Hierarchie, wenn wir jetzt annehmen, dass die Wortstellung eine Rolle spielt in der Bestimmung der Hierarchie, also dass die erste Konstituente vor der zweiten Konstituente oder vor Folgekonstituenten gerängt wird, bekommen wir natürlich andere Analysen. Sehen wir uns hierfür ein Beispiel an. Egon besuchte Erich. Egon half Erich bei der Gartenarbeit. Den Erich kannte er schon lange. Er war ein geschickterer Gärtner als er. Wobei sich jetzt hier er, Index 2, auf Erich bezieht. Sie sehen hier, dass in diesem Fall wir die Erich und die Egon als die zwei Forward-Looking Centers hier haben. Die Erich ist das rückwärtsgewandte Zentrum. Es kommt auch hier vor. Und wir haben hier einen Wechsel von die Egon zu die Erich bei dem rückwärtsgewandten Zentrum. Also ein Fall von Smooth Shift. X, Y, Y. In er war ein geschickterer Gärtner als er. Also er mit Index 1, das sieht man hier leider nicht sehr gut. Also in dieser Analyse hätten wir Rough Shift X, Y, X wiederum. Das ist ein Fall von Rough Shift, das war Rough Shift 2. Das sollte also nach der offiziellen Analyse dispräferiert sein. Wenn wir aber die Wortstellung ernst nehmen, dann haben wir hier einen Fall von. Es gibt Untersuchungen zum Deutschen, zum Beispiel von Speyer 2007. Er findet in einer Korpusuntersuchung heraus, dass die erste Konstituente des deutschen Satzes sehr oft durch das rückwärtsgewandte Zentrum eingenommen wird. Und sonst nimmt das rückwärtsgewandte Zentrum oft die erste Stelle im Mittelfeld ein, wenn es nicht im Vorfeld steht. Sehen wir uns seine Daten an. Wenn wir annehmen, dass das rückwärtsgewandte Zentrum im Vorfeld steht, gibt es mehr Fälle von Continue als von den anderen Fällen hier. Wenn das rückwärtsgewandte Zentrum nicht im Vorfeld steht, dann steht es in der Erstposition des Mittelfeldes, haben wir 88% von Continue, auch mehr als die anderen Fälle hier. Wir haben relativ viele Fälle von Rough Shift. Das kommt aber auch daher, weil Speyer nicht mit Null und Establish und so weiter arbeitet. Deswegen sind diese Fälle häufiger als Rough Shift klassifiziert. Speyer findet auch, dass das Vorfeld oft durch assoziative Anaphern eingenommen wird. Er nennt das POSET, also das ist Partially Ordered Set. Man bezieht sich auf einen Teil gewissermaßen. Ein Beispiel dafür ist ein Satz wie: Bisherige sozialdemokratische Vorzeigeminister wollte nicht mehr über sich verfügen lassen. Clement verabschiedete sich, Struck lehnte den Posten des Außenministers ab, Schröder selbst hat eine andere Lebensplanung. Also Struck, Clement und Schröder sind sozialdemokratische Vorzeigeminister. Die sind zwar nicht vorher erwähnt worden, sie können aber, weil sie assoziative Anaphern sind, ebenfalls als gegeben angenommen werden. Also ebenfalls rückwärtsgewandte Zentren sein. Und dann würden sich diese Werte hier noch erhöhen. Ferner stellt Speyer fest, dass im Vorfeld auch rahmengebende Ausdrücke vorkommen, und zwar oft auch kontrastiv. Ein Beispiel dafür ist, schon im Vorjahr waren diese viele einladenden Briefe geschrieben worden. Also schon im Vorjahr gibt einen Rahmen an, eine zeitliche Bestimmung in diesem Fall, welche kontrastiert mit einer anderen Zeit, von der vorher die Rede war. Ich habe hier eine Aufgabe. Also zum einen wäre es gut, wenn Sie den Artikel von Speyer lesen. Da geht er zum Deutschen und verwendet die Centering-Theorie direkt für das Deutsche. Das ist jetzt kein Prüfungsstoff, aber es ist gute Hintergrundinformation, wenn Sie daran interessiert sind. Was Sie aber machen sollten, ist, dass Sie diesen Text hier
analysieren nach der Centering-Theorie. Und zwar so, wie ich das hier in der Vorlesung gezeigt habe. Wir schreiben hier die CFs, darunter an erster Stelle das CP, das präferierte Zentrum, und das jeweilige rückwärts gewandte Zentrum und bestimmen damit die Übergänge zwischen den Sätzen hier sehen. Und Sie werden sehen, dass da, ich glaube, es kommen alle Übergänge vor. Das ist jetzt eine Art und Weise, wie Sie diese Begrifflichkeit der Centering-Theorie einüben können. Und nächstes Mal werden wir darüber sprechen. Wenn Sie mehr Energie haben, können Sie sich auch an einen wirklichen Text wagen. Das ist hier der Beginn des Märchens Aschenputtel. Sie sehen, ich habe es mit den Märchen, die sind relativ einfache Texte. Und das sind jetzt etwas mehr Sätze hier, fast 20. Und die können Sie auch auf diese Weise durchanalysieren. Ich habe das ein bisschen geglättet, um den Text etwas einfacher analysierbar zu machen. Es kommt hier auch direkte Rede vor. Die Diskursreferenten in der direkten Rede können Sie einfach nicht beachten.